So, herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Wir müssen jetzt wahrscheinlich in diesen Schleudersitz, um weiterzukommen. Alles klar. Dann hau mal rein, Isaac. Ich bin gespannt. Gott, wie das wieder geil aussieht. Alter, mach keinen Scheiß. Oh, what the fuck? Okay, wir müssen wahrscheinlich diesen Gebäuden ausweichen. Scheiße, Alter, was sind diese Lichteffekte? Und jetzt durch diese Röhre wahrscheinlich. Oh Gott, was denn jetzt? Scheiße, was ist... Alter. Oh Mann, wie werden wir eigentlich... Wir haben keinen Dämpf, oder? Wir haben nichts zum Dämpfen, oder? Oh, Scheiße! Oh Gott. Drück drauf! Alter. Isaac, du bist so eine geile Sau, ganz ehrlich. Alter, was du drauf hast. Was der drauf hat, Leute. Mittleres Medipack, ich liebe das Spiel. Energiekanonen, Munition. Oh, geil. Noch mehr Energiekanonen, Munition. Was ist hier drin? Plasmaenergie. Wir können Plasmaenergie nachladen. Geile Scheiße, ich liebe das Spiel. Ellie, wo sind Sie? Draußen, beeilen Sie sich. Ja, ein Shop. Stasepack. Alles klar, Shop. Erstmal ganz ungemütlich und in Ruhe einkaufen. Es gibt immer Peng. Wir können das für 10.000 verkaufen, aber... Ich weiß nicht, sollen wir das verkaufen oder bewegen? Ich weiß nicht, Leute, ich brauche Hilfe. Ich würde das jetzt erstmal bewegen, damit im Safe verstanden. Ich will das nicht für 10.000 verkaufen. Nachher ist das noch so eine Ward oder sowas, wenn man das so freischaltet. Ich weiß es gerade wirklich nicht. So Rippenklingen verkaufe ich eindeutig, weil wir keine Ripper haben. Sucherprojektile. Haben wir überhaupt ein Suchergewehr? Ich guck mal noch kurz nach. Ne, wir haben eigentlich kein Suchergewehr. Wir haben eine Energiekanone und den anderen Scheiß. So, dann würde ich erstmal die anderen Rippenklingen... Nein, ich habe Rippenklingen gekauft. Oh, verdammt. Ich bin manchmal echt schlau. Hier die Sucherprojektile würde ich verkaufen. Und den Halbleiter Rubin. Jetzt haben wir wieder genug Geld. Und wir haben natürlich Lags. Warum denn auch nicht? Und erstmal wieder ein bisschen... So, Plasmaenergie haben wir jetzt erstmal genug. Knoten haben wir 3 Stück. Ich kaufe mir einen. Was haben wir denn noch im Inventar? So, wir haben jetzt einiges an Plasmaenergie. Ich kaufe mir noch. So, wir haben jetzt 3 Magazine voll. Also eigentlich noch mehr. Das müssten für 6 Magazine reichen. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar davon Strahlmunition, aber wir haben noch ein paar davon voll. Deswegen würde ich mein Geld erstmal sparen. Haben wir noch Medipacks? Wir haben ein mittleres. Dann würde ich sagen, wir kaufen noch ein mittleres Medipack. Und dann war es das auch schon erstmal mit dem Shoppen. Jetzt haben wir wieder deutlich mehr Muni. Können hier auch wieder nachladen. Und wir speichern erstmal ab. Oh Leute, das Spiel wird immer krasser. Es wird immer krasser und es wird... Oh, ich mache jetzt noch keinen Cut. Ich mache jetzt einfach weiter. Transitknoten, Züge verspätet, Treffen verspätet, ein nur eingeschränkter Service. Öffnen, auf jeden Fall. Wir machen weiter. Ist das wieder der gleiche Raum, wo wir schon mal waren? Das kommt irgendwie so vor. Oder die haben das Design einfach nicht so toll hingekriegt. Isaac, hier lang! Zur Bahn geht's hier lang! Oh, what the fuck? Scheiße! Ja, das denke ich mir auch gerade. Scheiße! Wohin? 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 Erstmal hier öffnen. Impulsprojektil. What?
Kinder! Kinder, 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 Kinder! Kinder! Headshot! Ich versuche die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Moment. Wo kommst du denn her? Mal ehrlich, wo kommen die Viecher immer her? Boah, das mit dem Plasma-Cutter den Schaden zu erhöhen, das hat sich jetzt schon gelohnt, Leute. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Schloss. Ich gebe meine Codes ein, aber es funktioniert nicht. Da, oh Gott. Von wo? Was zum Teufel? Oh Gott. Wo muss ich überhaupt lang? Oh Gott! Geh auf, du Scheißding! Bams! Ich muss schnell weiter, mir geht ja langsam der Sauerstoff aus, oh Gott! Gott, wie viele kommen denn noch? Wie viele? Wie viele? Ach, wir müssen gar nicht alle aufhalten. Warum sagst du mir das nicht früher? Alter. Ellie, sind Sie da? Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Oh Gott. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Zum Glück bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Oh Mann, das Spiel wird immer schlimmer. Wir haben es ja gehört. Es gibt teilweise Leute, die müssen echt ihren eigenen Freunden und Verwandten einfach die Beine und Arme abtrennen, damit sie einfach überleben können. Damit sie einfach nur überleben können. Wir sind bei Kapitel 8. Das Spiel wird immer krasser. Alter. Ich habe einfach nur Gänsehaut gerade. Einfach nur Gänsehaut. Eingang zur CEC-Hauptanlage. Nur für autorisierte CEC-Mitarbeiter. Ein Shop und wir können speichern. Oh Gott. Ach du Scheiße, was ist jetzt wieder los? Isaac braucht ein fettes Aspirin, habe ich das Gefühl. Ein richtig fettes Aspirin. Das ist mal Credits. Dir traue ich nicht, Kumpel. So, du. Oh Mann. Da sieht man noch eine Frau. Schlimm. Wir müssen sie leider zertreten, weil ich ihr nicht traue. Die kann ja vielleicht aufstehen. Und das besser sie als ich, würde ich sagen. Oh, wir haben einen Audiolog. Alle Teams, hier spricht Caleb, Xenobiologe der Langford Schicht 1. Etwas ist in der Anlage. Wir haben 3 Leute verloren und erreichen Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle Mann bereithalten, falls da noch mehr sind. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Geht Rick an Rick. Oh Gott. Da hört man es schon, wie die anderen vorher. Ich habe gerade eine Frau zertreten. Tut mir echt leid wegen den ganzen Frauen, aber es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur schlimm, wirklich, Leute. Wie dieser Typ da einfach tot rumliegt.
Einfach nur heftig. Gehen wir mal weiter shoppen. Ich würde sagen, wir verkaufen wieder zwei Stase-Packs, weil ich die einfach nicht brauche. Dann kaufen wir wieder ein Medipack. So, Plasma-Energie haben wir erstmal wieder genug. Wir haben sonst noch alles parat. Wir gucken mal nach, was ich hier noch nachladen kann. Das kann ich wieder nachladen. Die Energiekanone müsste ich mal wieder benutzen. Dann würde ich sagen, ich speichere erstmal für heute ab. Leute, ich habe einfach nur eine Gänsehaut. Ich habe einfach nur eine Gänsehaut. So, dann verabschiede ich mich, denke ich mal, heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Dead Space 2. Ciao, Leute. Bis dann.